Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das Ende eben war echt übel. Ich dachte mir schon, oh, da kommt ein Mönch, der laufen einfach mal ganz kurz weg. Dann fallen wir runter. Ich bange schon darum, ob wir durch den Aufschlag sterben. Und dann kommen natürlich gleich die Schleime und machen uns nieder. Also, na gut, ich laufe jetzt erstmal zurück und suche unterwegs noch was zu essen. Denn so geht das ganz und gar nicht. Dann werden wir uns gleich wieder mit den Ogern anlegen müssen. Ah, Mann, 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 Mann. Warum kriegen wir die Tür hier eigentlich nicht auf? Ah, war hier nicht irgendwo eine Nische mit dem roten Stein? Ja, das haben wir anscheinend schon gemacht. Das ist die andere Seite davon, aber nirgendwo ist was zu essen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal Essensprobleme haben. Aber das kommt davon, wenn man immer wieder das ganze Zeug wegschmeißt. Na gut. Vorwärts bringt nichts. Also müssen wir zurückspringen durch den Teleporter. Na gut. Und hüpf. So, und da haben wir einen Stein. Ich höre Spinnenbeine. Da sind Bolzen. Bolzen können wir nicht essen. Das würde wehtun. Nischen, wo nichts mehr drin ist. Nee, nicht gut. So, hier waren die Nebenräume. Wo aber auch nichts mehr rumliegt. Also natürlich kann es sein, dass wir jetzt gegen Ende allgemein weniger Essen finden. Ah, ein Drachensteak. Sehr schön. Njam, 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 njam. Und voll. Und dich nehmen wir mal auf Vorrat mit. Sehr schön. Ja, hat doch nicht ganz so lange gedauert, wie ich gedacht hätte. Meine Theorie war halt, dass da wir jetzt langsam dem Ende näher kommen, dass dann auch das Essen spärlicher ist. Und man dann richtig weit hätte zurücklaufen müssen. Aber das haben wir uns Gott sei Dank erspart. So, wir wollen jetzt wieder außen rumlaufen. Da der blaue Kristall auf dem direkten Weg hier am Weg steht. Und da war gerade eine Mauer am Weg. Und sie wollte nicht ausweichen. Apropos blauer Kristall, wir sollten da auf jeden Fall wieder am Speichern. So viel Glück, wie ich in letzter Zeit habe. So. Also, wir haben unsere Heiltränke. Diesmal auch keinen aus Versehen geklickt. Dann geht es jetzt wieder hoch und mit voller Energie und mit vollem Hungerbalken wagen wir uns wieder an die Oger ran. Also zwei Oger, ein einzelner Grünling, ein Doppelpack Grünlinge und der Mönch. Das war schick. Ja, dich auch noch. So, Wurfdolche brauchen wir nicht wirklich, aber damit können wir den Oger ärgern. Hallo Oger, wir wollen nur gegen dich alleine kämpfen und nicht gegen deinen Freund. So, Tink, null Schaden. Au. Gleich. Hallo? Nee, 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 nee. Ich will nicht schon wieder sterben. Aber, gleich hintereinander, zweimal Batz, Batz und schon muss ich wieder weglaufen, wie ein feiges Hühnchen. Kann ja nicht angehen. Also klar, es sind Oger und klar, sie hauen gut rein, aber normalerweise bin ich doch etwas flinker auf den Beinen und kann den einigermaßen ausweichen. Ich meine, vorhin, das war... Oh, schade. Vorhin, das fand ich richtig cool. Also wo man so richtig im Rhythmus um den rumgetanzt ist und eigentlich gar nichts machen konnte, man immer so schön in die Seite reinhauen. Das, ja, genau so muss das laufen. Okay, das Ende war da nicht so toll, aber an sich, der Kampf war ganz gut. Und jetzt sowas. Gleich am Anfang eine gefangen und dann noch eine. Und dabei haben wir jetzt schon das ganze Lurker-Set, also wir dürften relativ selten getroffen werden. Das Schild ist auch nicht ohne. Also, ich glaube allgemein, die Gegner haben, der Oger hat uns noch nie verfehlt. Also wenn er wirklich zugehauen hat und der Schlag ist auch durchgekommen und wir sind nicht so seitlich ausgewichen, dann hat er uns auch jedes Mal getroffen. Nicht wie bei anderen Gegnern, den einfach hauen, aber es passiert nichts. Aber ist auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Ich meine, der Oger hat so eine große Pranke und so eine große Keule, beziehungsweise Hammer. Da ist auch nicht viel mit Ausweichen, wenn man stehen bleibt. Das deckt ja quasi das ganze Feld ab. Aber gut. Konzentration. Tief durchatmen. So. Auf da. Und gleich daneben gehauen. Er hat nicht mehr gemerkt, dass jemand da ist. So. Ja,
schön im Rhythmus bleiben. 123, 84, ja, sieht gleich ganz anders aus. Also hungrig macht man wahrscheinlich nur noch 10% Schaden oder so. Weil das waren jetzt viele Schläge und er ist tot. Hätte mir irgendwie früher suspekt sein müssen, dass das so lange gedauert hat. Aber na gut, so lernt man dazu. Ist ja auch gut. Dich bringen wir jetzt auch noch ganz schnell um. Dann laufen wir wieder zum blauen Kristall zurück. Weil wir keine Ausdauer mehr haben. Na komm. Und dann schauen wir uns mal an, wo der Mönch herkam. Oh, und das Säulenrätsel müssen wir auch nochmal neu machen. So, mitten im Schlag gestorben. Schön, schön. Also. Unten, oben, unten. Unten, oben, unten. Dann einmal andersrum. Jo, schön, schön. Also, kein Platz. Da kam der Mönch, genau. Und warum laufe ich da immer rein? Warum laufe ich da immer wieder? Wo geht's hier raus? Da war schon mal ein Heilkraut, das ist gut. Und da ist eine Treppe hoch, sehr schön. Mann, 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 Mann. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Oh. ja. Ich sortiere mal ein wenig mein Inventar. Also, im Rücken Schleime. Vor uns der doofe Mönch. Aber na gut, wir haben genug zu essen. Wir können einfach hier in dieser kleinen Nische schlafen. Und dann versuchen wir gleich einen Ausfall. Also machen die Tür wieder auf. Ja, und hoffen einfach, dass der Mönch nicht direkt davor steht und huschen dann raus. Wenn er davor steht, wollen wir versuchen, im Nahkampf zu gehen? Das macht nicht viel Sinn, denke ich. Sein Schild hält locker 4-5 Schläge aus. Und in der Zeit hat er uns mit seinen Eiswellen und so weiter sowas von tot gebrutzelt. Nee, das bringt nichts. Gucken wir mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Diesmal bitte nicht in die Fallgrube laufen, Gerugon. Dankeschön. Hey, wo kommst du denn her? Hey, wo kommst du denn her? Oh, die sind jetzt alle rausgekommen, weil wir den zweiten Schnörkelschlüssel haben. Genau wie beim ersten Schnörkelschlüssel überall diese Tentakel aufgetaucht sind. Ach du. Ja. Gut. Jetzt sind wir in dem Raum mit den Tentakeln eingesperrt. Aber hier kommen hoffentlich keine neuen. Nee. Schön. Also, zweiter Schnörkelschlüssel ist im Sack. Sprichwörtlich. Nee. Ist in der Kiste? Nö, ist im Rucksack. Na gut. Also, Schnörkelschlüssel ist im Sack. Dafür haben wir überall draußen Mönche rumlaufen. Ist ja eigentlich nicht das Problem. Wir haben volle Energie, wir haben volle Lebenspunkte. Also sollten wir die jetzt versuchen, nach und nach einzeln umzubringen. Ich hoffe einfach mal, kommt ein zweiter. Das ist gar nicht, ganz und gar nicht gut. Au, au, au. Wow. Wow. So, kommt noch ein dritter? Wenn nicht, sind wir einigermaßen sicher. Ja, da wird man wach bei sowas. Feuerbällen und Eisstrahlen und Giftwolken auszuweichen. Genau, solchen Blitzstrählen und solchen Eiswellen. Ülalü, Tür zu, schlafen. Ja, langsam nimmt das Spieltempo auf, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Vor allem unten bei den Schleimen. Als ich jetzt mal wieder da runtergepurzelt bin, da habe ich echt tierisch Glück gehabt, dass ich so einen kleinen Korridor hatte, wo ich mich durchwuseln konnte. Oh, hallo? Du wolltest mir den Weg blockieren, ich habe es genau gesehen. Gemeiner Mönch. Oh, 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 wieder zwei. Nee, 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 nee. Oh, 288, sehr schön. Hoffe jetzt mal, dass das kein Respawn war, weil wir die Tür zugemacht haben. So à la Dinos. Oh. Oh,
Level Up, sehr schön. Ja, das wäre natürlich ein Vorteil davon, wenn sie respawnen würden. Wir könnten noch ein, zwei Level rausziehen. Level Up. So, wir haben Äxte schon eine Weile auf Maximum. Wir wollten jetzt als nächstes, glaube ich, 4 Punkte in... Nee. Schwere Rüstung? Nein. Wir könnten schnell zaubern, hahaha. Oder einen Willenskraft mehr. Bringt auch nicht wirklich viel. Feuerresistenz können wir auch erhöhen. Bringt uns auch nicht so viel. Giftwiderstand auch nicht. Schwerter. Wir könnten 6 Punkte in Schwerter setzen. Dann hätten wir schon mal einen Stärke mehr. Und beim nächsten Level Up hätten wir 5 Lebenspunkte mehr. Rentiert sich nicht so wirklich. Da würde ich lieber das hier auf 19 bringen und dann 15 Lebenspunkte mehr bekommen. Aber das bräuchte dann noch ein... Ne, noch zwei... Was soll das bei 12? Noch ein Punkt. Also einen Skillpunkt mehr. Das heißt, wir müssen jetzt gar keine Punkte verteilen. Nö, macht keinen Sinn. Den ganzen Kleinkram hier. Okay, also nochmal die ganzen Balken füllen. So, ich wollte aber eigentlich nur zurück zum blauen Kristall. Aber so ist ja auch okay. Dann räumen wir diesen hinteren Bereich ja auch erstmal auf. So. Lebenspunkte voll, Energie voll. Ich könnte jetzt den Schnörkelschlüssel einsetzen und da einfach reingehen. Aber wir werden später ja eh nochmal hier durchhuschen, denke ich mal. Um die letzten Secrets zu finden. Also bringe ich lieber erstmal alle Mönche um. Damit wir es dann später ein bisschen einfacher haben. Nebenbei kann ich mal so ein halbes Auge auch auf Schalter werfen. Mit etwas Glück finden wir auch noch so etwas. Oh, ich höre Krabbelfiecher. Ich höre viele Krabbelfiecher. Nicht wieder in irgendwelche Fallgruben fallen. Nicht wieder in irgendwelche Fallgruben fallen. Und das Licht geht aus. Was passiert bei Licht aus? Man fällt in irgendwelche Fallgruben. Das bewegt mich einfach nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, da ist noch einer. So, ich höre keinen Krabbeln mehr. Licht. Wir haben zwar keine Energie, um den eigentlichen Lichtzauber zu sprechen, aber wir huschen jetzt einfach wieder zurück zu dem doofen blauen Kristall. Okay, wir können einfach schlafen, aber ich habe irgendwie den Verdacht, wenn wir zu lange schlafen und bestimmte Türen schließen, dass da noch mehr Mönche kommen. Und, oder die Mönche kommen so oder so. Okay, das könnte auch noch ein alter Mönch sein, der aus einem anderen Bereich ist und gerade hierher gewandert ist. Sollten wir so oder so mal im Auge behalten. Ich will jetzt nicht sterben. Das ist schon wieder gegen Ende der Folge. Ich will nicht schon wieder sterben. Es bildet sich da so langsam ein Muster, das ich nicht so toll finde. Und der blaue Kristall ist aus. Ja. Also ist wohl doch Schlafmann gesagt. Oh nee. Der Kristall hat es gehört. Sehr schön. Also, Autosave, volle Lebenspunkte. Und bahnen wir uns einen Weg zurück. Bisher kein Mönch. Ein Schnörkelschlüssel tue ich noch nicht rein. Vielleicht passiert dadurch wieder irgendetwas. Also es spawnen nochmal überall Mönche. Das wäre nicht so toll. Also, wir sind jetzt eben gerade hier rumgegangen. Hat ein halbes Auge auf Schalter geworfen und sind dann hier, nein, sind dann hier reingegangen. Und hier waren die Grünlinge. Und die Grünlinge haben was bewacht? Gar nichts. Schade. Na gut, ein Raum mehr, wo man sich einkesseln könnte. Das hier scheint eine Verbindungstür zu sein. Jo, hier waren die Oger. Da ist wieder ein Mönch. Und hier war gleich, genau, hier war der Schnörkelschlüssel. Nö, sonst ist hier nichts mehr. Okay, bringen wir den Mönch um. Und dann sehen wir diesen Bereich erstmal als vorläufig befriedet an.
wenn ich hätte schwören können, dass hier noch mehr Mönche gewesen waren. Also, als ich panisch hier durchgerannt bin, waren es, glaube ich, ein paar mehr. Aber vielleicht war ja einer von denen der, der eben gerade mitten im Gang stand, wo er nicht hätte stehen sollen. Dann hätte das ja gepasst. So, du kriegst noch einen am Kopf. So. Und vorbei. Oh, da ist noch eine Tür. Aber die gucken wir uns gleich erst an. Erstmal machen wir den ordentlichen Speicherstand. Das ist ja auch schon eine Weile her. Und das Löschen von alten Speicherständen ist auch eine Weile her. Zick, zick. 4, 5, 6. Nein, nicht überschreiben. 7, 8, 9, 10. Und das reicht wieder eine Weile. So, LP050. Und wir sehen uns gleich wieder. Diesmal bin ich nicht gestorben. Das will ich nur fürs Protokoll festhalten. Also bis gleich.